So, ich habe die Verbindung jetzt manuell nochmal komplett neu gestartet. Hoffentlich habe ich dadurch etwas besser gemacht und nicht schlechter. Ich warte noch kurz auf eine kleine Rückmeldung. Hallo, Sky Kamui. Ich warte, ich warte, ich warte. Bin ich wieder da? Ich habe jetzt angeblich zwei Zuschauer. Ich hoffe, es sind mehr. Bei The Legend of 42 geht's wieder. Bei Ilia auch. Gut, dann kann es ja hoffentlich weitergehen. Läuft wieder gut, alles klar. Schön. Dann konnten wir das ja zumindest mal regeln. Diese kleinen Verbindungsfehler sind nervtötend. Hier ist sie, die dunkelste aller Scharkammern. Sind nervtötend, aber halt nicht. Oh, schick. Aber leider nicht anders machbar. Abschöpferhexe. Ich könnte jetzt von hier aus mit dem Scharfschützengewehr wegzwiebeln, aber ich möchte mir das Ganze lieber aus der Nähe angucken. Kann man sich das Ganze mal richtig schön aus der Nähe angucken? Oh. Oh. Oha. Zeit für eine schwere Waffe. Komm her. Vernichte die Schar. Kann man die Schar mit einem einfachen Knopf vernichten? Oh. Exterminiere den riesigen Zustrom der Schar. Ich hätte jetzt gern mein Schwert wieder. Also jetzt dürfte... Das dürfte jetzt auftauchen. Mist. Warte doch mal, ich muss nachladen. Ich muss immer noch nachladen. Ach, das gibt's doch nicht. Muss ich denn alles nachladen? Oh, was Grünes. Na komm. Ach komm. Ich würde den riesigen Zustrom der Schar halt gerne für den Beutezug nutzen. Bei dem man in kurzer Zeit mehrere Leute mit der Spezialwaffe erledigen muss. Nur ist es auf diese kurze Distanz mit dem Scharfschützengewehr vielleicht nicht so optimal. Eine Schrotflinte mit... Aua. Eine Schrotflinte mit einem großen Magazin wäre eigentlich viel besser. Und weil ich sie so gern habe, die schwere Waffe. Die geht auch echt gut ab. Das ist ein schönes Stück. Die Schar sind ja, soweit ich weiß, auch Untote. Also im Grunde kann man die gar nicht ausrotten. Was passiert jetzt? Oh! Puff, puff, puff! Gut. Das war's jetzt schon wieder im Großen und Ganzen. Hat er irgendwas fallen lassen? Nein, gar nichts. Schade.
Also das ist vielleicht der Nachteil, wenn man so selten die Mission spielt und dann so schnell levelt, wie unser einer. Selbst die dicksten Endbosse sind jetzt nicht mehr so die Riesenherausforderung. Und so wie ich sehe, gibt es ja auch keine goldene Truhe mehr, das heißt, wir setzen den Geist ein. Was ist das? Ich sehe mir das mal an. Ein Bruchstück des Reisenden. Ach je. Sie haben es gegen den Reisenden selbst eingesetzt. Sein Licht verschlungen. Aber wir haben es befreit. Es ist weg. Zu Hause. Schlimmere Feinde? Jutti. Dann hätten wir auch das wieder geschafft. Grüß dich, Drachenbiest. Willkommen zurück. Willkommen zu Hause. Ja gut, wir haben jetzt ein Stück vom Reisenden gerettet, also... Da kann man nicht meckern, oder? Hui. Es gibt Prämien. Hui. Ein Fusionsgewehr mit 122 Angriff und eine Redux-Hülle. Ich glaube, die ist sogar ganz gut. Haben wir jetzt noch irgendwas direkt auf dem Mond zu tun oder nicht? Gucken wir gleich mal. Sieht nicht so aus. Wobei, doch schaut mal. Der Stern hier ist ausgefüllt, jeweils. Das heißt, die Mission, der Schrein von Oryx, haben wir noch nicht gemacht. Oder? Oder? Ich starte die Mission jetzt einfach mal. Den Strike hier könnten wir auch abschließen. Aber erstmal gehen wir die Mission an. Wir haben zwar nicht die Aufgabe dafür, aber wen juckt denn das? Wenn wir die Mission schon gemacht haben, können wir sie zur Not auch wieder abbrechen. Hier, das ist von einem alten Warlock namens Osiris. Alle Enten kriechen aus derselben Grube, erheben sich aus der Kluft und verschlingen Materie, Licht und Leben. Unaufhaltsam, doch zu bremsen. Die Schreine von Oryx müssen zerstört werden. Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt hier einen Schrein, aber er befindet sich tiefer im Höllenschlund, als wir je vorgedrungen sind. Wir sollten versuchen, ihn zu zerstören, bevor es zu spät ist. Ach, Mist. Na, was heißt, bevor es zu spät ist? Dieser Schrein besteht bestimmt schon seit mehreren Jahrhunderten. Oder zumindest schon seit ein paar Tagen. Da wird es jetzt auf ein paar Sekunden auch nicht ankommen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Reif der Vorbereitung. Mal kurz gucken, ob wir irgendwas Besseres haben. Unseren hässlichen Helm. Der ist echt... Ich würde sagen, wir legen uns gleich mal einen anderen Shader auf. Vielleicht sieht es dann besser aus. Das ist eine gute Idee. 115, 125. Der leuchtet nicht. An dem leuchtet gar nichts. Mann, ist der blöd. Ich will was Leuchtendes. Jetzt reicht's aber mal. Wer schießt denn hier? Typisch, ne? Wenn ich nicht hingucke, ballern sie rum und wenn ich dann gucke, wird es wieder keiner gewesen sein. Du bestimmt.
Da ist noch einer. Komm. Steh zumindest zu dem, was du getan hast, Junge. Hm. So. Hm. 117, 122. Das Fusionsgewehr ist schon ganz gut. Aber wir brauchen noch ein paar Abschüsse mit einer Solarwaffe. Und das hier ist nun mal eine Solarwaffe. Deswegen lasse ich die noch einen Moment drin, bis wir das erfüllt haben. Aber 125 zu 115. Das sieht schwarz aus, aber ich glaube, es ist eher dunkelblau. Ja. Jetzt, da ich angekommen bin, soll der Schrein böse Macht ausstrahlen. Okay. Ich bin also schuld, ja? Und deswegen muss ich hier auch aufräumen. Na gut, das ist zumindest eine kausal-logische Kette. Ich orte Gefallene. Stärker als normal. Etwas hat sie aufgeschreckt. Ich bleibe dran. Ja, sehen wir mal, ob so... Schwerter! Hier gibt es Schwerter. Ich möchte ein Schwert nehmen. Schauen wir mal, ob die so viel stärker sind als normal, ne? Die Gefallenen. Sie greifen den Höllenschlund an. Jetzt nicht mehr. Hallo? Da ist noch einer. Mist. Hehehe. Wir müssen auch mal ein bisschen mehr... Ach... Ich wollte gerade sagen, wir müssen ein bisschen mehr Superfähigkeiten einsetzen. Aber die Super ist gerade noch gar nicht aufgeladen. Reif der Entleerung. So, damit haben wir eine ganze Menge Sphären des Lichts erzeugt und genau das müssen wir auch als weitere Nebenaufgabe machen. Ich finde das eigentlich ganz nett, dieses töte so und so viele davon, benutze die und die Fertigkeit so und so oft, dass das so kleine Nebenaufgaben sind, die sich halt im Grunde während der normalen und spannenderen Mission nebenbei erfüllen. Das gibt Anreiz, sie zu machen, ohne den Druck, sie machen zu müssen. Das finde ich ganz schön gelöst. Gibt auch nichts Ätzenderes, als wirklich farmen zu müssen. Ja, Elia, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber der Reif der Entleerung erinnert mich auch ganz stark an... Squatty Potty, den Stuhl, der das große Geschäft erleichtern soll. Es gibt eine ganz famose Werbung auf YouTube, die ihr euch unbedingt mal ansehen solltet, mit einem Prinzen und einem Einhorn und viel Eiscreme. das einzig Verwirrende daran ist, dieser Stuhl, auf den man seine Füße stellen soll. Dieser kleine Plastikhocker, der nichts Besonderes kann, außer dass er ein Hocker ist. Der kostet 80 Euro.